Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Halloween-Event läuft. Wir waren gestern auf Darker Raid Tour, waren aber jetzt nicht so gehypt. Hatte eher Bock auf Farmen, Doppelbonbon, Shinies jagen, Lichtel jagen, Makabaja jagen, Einser-Raids mit den ganzen Shiny-Raid-Kostümen-Pokémon da, Startern und Rocket Stops natürlich. Ihr wisst, Rocket Stops und ich sind neue Freunde geworden. Ich zeige euch später ein Update. Denn wir haben die 1000 Rocket Stops geknackt. Und wir machen hier diese Arena, denn die ist kurz vor Gold. Und Crypto Quest haben wir auch noch, Spezialforschung. Muss die Arena hier wahrscheinlich nicht mal komplett platt machen. Da fehlt nämlich nicht mehr so viel. Vielleicht doch. Hat eigentlich nicht mehr so viel gefehlt. Eine Nacht hatte mir noch gefehlt. Wurde natürlich vor der einen Nacht noch gekickt. Dachte, okay, ich stehe in der Früh auf, Arena ist auf Gold, aber nein. Ich wurde irgendwann kurz nach 0 Uhr, nach 12 Uhr gekickt. Hatte dann leider nicht gereicht. Schauen wir mal, ob das Galaxo hier gereicht hat. Nee, oh, noch eine Runde. Habe ich mich ein wenig verschätzt? Dann muss ich es doch platt machen. Okay, ich muss die Arena doch platt machen. Schauen wir mal, ob das reicht, wenn ich mich reinsetze. Aber wir setzen irgendwas rein. Sowas hier. Oh mein Gott, das hat immer noch nicht gereicht. Okay. Weiter geht's. Ein paar Arenen gemacht, alles schön gelb hier drüben. Oha, eine wird schon direkt angegriffen. Leidend. Rocket Stop, was ist hier? Was ist hier? Gift, na, da kann nichts Neues kommen. Schade. Naja, auf jeden Fall schaut Leute, ich habe 1000 Quests, wieso sage ich Quest immer? 1000 Rocket Stops erreicht. Hier, jetzt 1018 sogar. Ihr kennt meine Ausbeute. Ah, noch nicht ganz. Warte, ich habe was Neues in der Sammlung. 100er Traumato, Alter. Natürlich nicht jetzt 100, sondern erst nach dem Erlösen. Dann zeige ich euch ganz schnell die Ausbeute nach 1000 Rocket Stops. Ey, richtig gesagt, 1000 Rocket Stops. Bam. Mal schauen, ob ich mich nicht verschaut habe. Nein, habe ich nicht. Der ist 100. Saftig. Erlöst. 100er. Traumato. Nocturne. Lavita. Tragosso. Anton. Shiggy, aka Shillock. Relaxo. Bisasam, aka Bisaknosp. Und 4 Radfratz. Ich habe aber 3 weggeschmissen, weil kostet halt nur Platz. Und dann nenne ich den immer um. Wenn ich noch einen bekomme, dann heißt der 500. Und den anderen schmeiße ich dann weg. Und Krippo können wir auch abholen. Wir brauchen 888. 888. 888. Gott, ist der schlecht. Der ist sogar schlechter als mein erster. Leiden pur, Mann. Schade. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr die Quest schon erfüllt habt und wie euer Clipbook so war. Und bevor ich es vergesse, hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Und aktiviert die Glocke. Am Odeonsplatz angekommen, einer der Endpunkte der Farmroute. Hier unten Sendlinger Tor und dann wird einfach dazwischen hin und her gelaufen. Munich Guide Video kommt übrigens demnächst, da erkläre ich euch das nochmal genauer. Aber heute ist auch lange Nacht im Museum und ich muss 2 Tickets kaufen, weil ich und ein paar Freunde dahin gehen. Random Shiny Onyx. Oh, welch nette Überraschung. Wisst ihr noch, wo ich den gejagt habe? Im Westpark, 4-5 Tage hintereinander, erhöhte Spawnrate, erhöhte Shiny Chance, aber nein, wollte nicht kommen. 1-2 Tage danach, einfach so aus dem Ei gebrütet. Seitdem habe ich ein paar mehr, aber nice. Und, oh, der kann nichts.
kleines Update, Leute. Da vorne den Raid in 17 Minuten mache ich. Hol mal eine Quest ab. Irgendwie ist heute nicht so viel los. Oh, schade, nicht shiny. Ich habe noch kein Lichtel gesehen. Diesen einen Regi Mini habe ich auch noch nicht gesehen. Wenige Makabaja. Makabaja Quest sehr selten. Die Regi Quest sehr selten. Wenige Labkas. Also von den neuen Krypto-Sachen sehr wenig. Bis gar nichts eigentlich. Ja, gar nicht eigentlich bis heute. Also keine Ahnung, heute läuft gerade nicht so gut. Schauen wir mal, vielleicht ein gutes Darker dafür. Aber von den neuen Sachen, von den Sachen, die ich brauche, keine Lichtel spawnen, wie gesagt, eigentlich gar nichts los. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da fängt eine krasse Schlange an. Und die geht immer weiter und immer weiter. Alter, ich sehe nicht mal das Ende. Wofür stehen die alle an? Alter, das ist länger als bei iPhone, die Schlange. What the fuck? Zack, hier ist das Ende. Alter, das Ende der Staffel oder der Serie, tot. Ich gehe mal zur Seite hier. Raid läuft, Lobby direkt voll. München Guide, wie gesagt, ich nenne euch jede Arena, ich zeige euch jede Arena, wo es eigentlich ohne Plan, ohne irgendwelche Gruppen immer zustande kommt, ein Raid. Vorausgesetzt, ihr kommt zum Anfang. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, wenn der schon 20 Minuten läuft, auch noch eine Lobby findet. Aber wenn der Raid startet, dann eigentlich immer hier zum Beispiel. So. Gönnen wir uns doch ein 21-36er. Und... ja, kein Kommentar. Das ist einfach nur traurig, der Kerl. Und dann auch noch so Leinen zu fangen. Ja, müsst ihr nicht mit anschauen. Haha, gefangen. Ich verwende meistens eigentlich keine Berge, vor allem jetzt, wo ich die Quest abgeschlossen habe. Auch wenn Doppelbombung ist, aber man macht so viele. Am Ende habe ich eh immer Sonderbonbons im Überschuss. Weiß gar nicht, wohin damit. 488 ist leider sehr schlecht. 509 hätte ich gebraucht. Schade. Jo, Leute, was geht ab? Nächster Morgen. Ja, gestern war nicht so erfolgreich. War gut, war okay, aber die Sachen sind irgendwie voll selten. Makabaja Quest nicht wirklich oft gefunden. Ich muss mal schauen, wie der heißt, Mann. Ich sag dir nur mal falsch. Golbit. Golbit Quest. Ich kann das eigentlich auch hier offen lassen. Auch ziemlich selten. Und die Starter, die Raids. Ich habe gestern keinen einzigen gesehen. Immer gewartet. Und dann schlüpft irgendwie so Drift an oder so. Andere Strategie heute. Gezielt jagen. Ich dachte, ich laufe die Farm gut ab und alles, was ich da mitnehme unterwegs, wird schon reichen. Aber nee, hat gestern nicht gereicht. Ich muss die tatsächlich gezielt jagen. Das heißt, dahin gehen, die ganzen Quests einsammeln, lösen und dann weiter. Selbes gilt für die Raids. Gezielt ein Starter-Raid ansteuern, weil gestern, Alter, die waren so selten bei mir. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht. Sind die selten oder sind die bei euch irgendwie häufiger und das war nur Zufall gestern? Weil, ja, ich will schon ein paar von den Startern machen. Ja, das ist so der Plan für heute. Wie gesagt, mal schauen. Hier und da auch noch ein Darker reinschlüpfen. Die Leute sind fleißig auf Tour, aber ich bin auf Tour wahrscheinlich dann erst Mittwoch Raidstunde. Und sonst hier und da einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 einschleusen. Weil sonst wird es schwierig mit 100er Makabaja und 100er Golbit und 100er Lichtel natürlich. Die drei, das sind so die Hauptziele von mir. Und danach die Starter in Shiny und dann Makabaja Shiny und Zwirlicht Shiny. Das sind so die Ziele und die Abstufungen, die Priorität meiner Ziele. Und ganz unten kommt dann ein gutes Dark Eye. Der kommt schon irgendwann irgendwie, also da mache ich mir keine Gedanken. Und Shiny Pikachu kommt da auch irgendwo.
Und ja, das war's an sich. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.